So, willkommen zurück. Lange das Format nicht gemacht. Ihr könnt mir ja Fragen stellen auf Instagram oder auf sonst welchen Kanälen und ich versuche die dann mal in einem YouTube-Video zu beantworten. Dieses Mal hat mich folgende Frage erreicht. Und zwar hat mich der Tobi gefragt, warum er denn nicht im Fersensitz sitzen kann. Der Fersensitz, so hab's ich zumindest verstanden, Tobi, korrigier mich, ist einfach die Position, die hier auf den Knien sitzt und mit dem Hintern auf der Ferse sitzt. Wenn ich mir jetzt die Position mal anschaue, ich kann mal ein bisschen auf die Seite gehen, gibt's natürlich mehr Möglichkeiten, warum das bei dir vielleicht nicht so gut funktioniert. Die erste Sache, die einem natürlich auffällt, ist, dass die Knie sehr, sehr gut angewinkelt sind. Das heißt, der Oberschenkel ist eigentlich direkt auf den Waden und mein Po ist hinten auf den Fersen. Das zweite, was mir auffällt, ist, dass mein Fuß natürlich komplett gestreckt sein muss. Das heißt, ich brauche einen sehr, sehr spitze Zehenspitzen. Das sind jetzt schon mal von den Gelenken her zwei Positionen, in die ich ja erstmal vom Bewegungsradius kommen muss. Das heißt, erstens muss ich meine Waden an die Oberschenkel kriegen und zweitens muss ich meine Zehenspitzen so strecken können, dass ich gerade sitzen kann. Wenn jetzt eine der beiden Positionen schon mal beweglichkeitstechnisch gar nicht geht, dann ist der Fersensitz natürlich sehr unangenehm. Gerade Handballer oder Fußballer oder Basketballer, die sehr, sehr viel auf den Füßen sind, haben ein Problem, dass sie mit der Beweglichkeit her nicht mehr diesen spitzen Zeh hinkriegen und sich deshalb nur noch sehr schwierig oder eben in dieser Position auf die Fersen setzen können, wobei das auch schnell unangenehm wird. Also sehr, sehr oft ist es tatsächlich ein Thema von Beweglichkeit. Es kann aber natürlich auch sein, dass ihr eine Verletzung habt, dass das Knie vielleicht in dieser Position ja einfach eine zu hohe Kompression hat. Deshalb würde ich euch auch vorstellen, wenn ihr da Probleme habt, geht mal zum Arzt, lasst es mal untersuchen, warum euer Knie sich vielleicht nicht in die Position geben kann. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, diese Positionen zu dehnen. Habt ihr ein Bein vorne und ein Bein hier an der Seite angewinkelt, da habt ihr genau diese zwei Positionen. Wenn das wehtut, macht ihr euch auf der rechten Pobacke, wenn das linke Bein angewinkelt ist, noch einen Yoga-Block, da sitzt ihr ein bisschen höher und arbeitet euch dann einfach Schritt für Schritt nach unten, bis ihr gerade sitzen könnt. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite vielleicht ein, zwei Mal die Woche und so habt ihr schon eigentlich beide Positionen für den Fersensitz abgedeckt. Und wenn ihr das mal ein paar Wochen oder ein paar Monate regelmäßig macht, sollte es wieder gehen. Tobi, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Wenn nicht, schreib mir mal in die Kommentare, ob du damit überhaupt das Thema gemeint hattest oder ob ich nochmal ein Video machen muss. Dann schauen wir es uns eben im nächsten Video zusammen an. Lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Gefällt mir da, abonniert den Kanal und stellt mir auf jeden Fall auch eine Frage. Ich beantworte sie mit einem Video. Vielen Dank euch.